Kein Erdöl mehr aus Russland. Das Ölembargo steht. Mit dem 6. Sanktionspaket hat die EU beschlossen, bis Ende des Jahres kein Öl mehr aus Russland zu beziehen. Zumindest nicht auf dem Seeweg. Ausnahme bleibt die Pipeline. Deutschland will sich davon aber nicht bedienen. Das Embargo soll Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Die EU war Russlands größter Ölabnehmer. Doch Moskau scheint Ersatz schon gefunden zu haben. Länder wie Indien und China decken sich derzeit offenbar mit günstigem Rohöl aus Russland ein. Und so kommt möglicherweise doch russisches Öl in die EU. Darüber wollen wir sprechen. Und ich begrüße dazu Energiemarktexperte Andreas Schröder, Head of Energy Analytics bei ICIS, ein Service, der Daten, Märkte und Kunden verbindet, um eine Übersicht auf die globalen Rohstoffmärkte zu schaffen. Ja, also es gibt also durch dieses 6. Sanktionspaket der EU ein Embargo gegen russisches Öl, das über den Seeweg zu uns kommt. Aber dieses Verbot wird offenbar unterlaufen. Welche Hinweise dafür sehen Sie? Wir sehen in unseren Daten tatsächlich, dass Russland diese Mengen umroutet, die sie nicht mehr nach Europa liefern über Schiffe. Es gibt neue Kunden, allen voran Indien, aber auch China, die jetzt mehr russisches Gas nehmen. Und sie veredeln dieses Rohöl auch und leiten dann Produkte, also Ölprodukte, dann weiter an andere Länder. Also Sie haben es schon angesprochen, im Fokus liegt jetzt derzeit vor allem Indien. Das Land soll offenbar, um das nochmal zu erklären, russisches Öl günstig einkaufen und dann raffiniertes, also und dann als raffiniertes Produkt teuer nach Europa verkaufen. Was wissen Sie dazu konkret? Also welche Belege gibt es denn dazu möglicherweise auch? Ja, das können wir bereits in den Daten erkennen. Also wir sehen erstmal einen sprunghaften Anstieg der Ölimporte nach Indien aus Russland. Also Russland macht mittlerweile 10% der indischen Ölimporte aus. Das ist viel mehr als im Vorjahr. Da lag der Anteil bei fast 0%. Wir sehen hier also ganz klar, dass russische Mengen nach Indien kommen. Das ist Rohöl und das kommt da in die Raffinerien. Wir sehen aber auch, dass Indien raffinierte Produkte, also Benzin und Diesel vor allem, exportiert in andere Länder. Die Agentur Reuters, sie meldet dazu, dass Indien seit Kriegsausbruch allein bis Anfang Juni also, jetzt kommen ein paar Zahlen, 62,5 Millionen Barrel russisches Öl gekauft haben. Aber das ist dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum in 2021. Und damit wurde der Anteil an russischem Ölimport nach Indien auf fast 25% gesteigert. Aber ist das möglicherweise schon ein Beleg dafür, dass Indien quasi russisches Öl raffineriert und dann eben nach Europa weiterreicht? Oder muss da nicht noch mehr an Belegen existieren? Ja, es ist natürlich schwer nachzuweisen, dass die komplette Lieferkette mit Daten angeht, aber es liegt ja auf der Hand. Also das russische Öl ist sehr günstig derzeit. Die Ural-Grades sind fast ein Drittel günstiger als andere Produkte aus dem westeuropäischen Markt etwa. Und das nutzt Indien eben, dieses günstige Öl veredelt es dann und verkauft es als Produkte weiter. Und wir sehen ja auch, an wen Indien diese Produkte verkauft. Also diese Mengen gehen nach Europa. Wir wissen, dass 6 Millionen Fass etwa nach Europa gingen an Diesel jetzt im Mai, aber auch 2 Millionen nach Australien. Also das sind durchaus Mengen an veredeltem Rohöl, Diesel, was dann in diese Länder geht. Wenn Sie davon sprechen, dass Sie Belege haben und dass Sie also auch Daten checken, können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was Sie da so machen für den Laien? Ja, also wir haben ja Daten einmal zu den Handelsflüssen, wir haben aber auch Produktionsdaten und man kann erkennen, wo die Schiffe auch hinfahren. Und wir haben Ship-Tracker, also wir haben Methoden, die wir auch genau sehen können, wo die Schiffe hinfahren. Und wir wissen auch die Mengen etwa, die an Öl importiert werden, sowohl an Rohöl. Wir wissen aber auch, welche Produkte, also Benzin, Diesel, dann vermarktet werden und wie die gehandelt werden und mit welchen Partnern. Und daraus kann man dann so ungefähr die Stoffströme ableiten und die Handelsströme ableiten. Und dann kann man sich so sein Bild malen, wie die Lieferkette sich so zusammensetzt beim Öl. Wall Street Journal meldet zum Beispiel auch private indische Ölraffinerien, die gerade große Abnehmer auch von billigem Öl aus Russland sind, beliefern den Weltmarkt, Sie haben es auch schon angesprochen, mit Benzin und Diesel, die teilweise russisches Rohöl enthalten. Also man weiß dann auch gar nicht so unbedingt, was die Herkunft des Rohöls ist. Kann man eigentlich sagen, das sind vor allen Dingen diese privaten Raffinerien oder können es auch staatliche sein?
Ja, also wir haben da vor allem zwei Raffinerien im Blick. Einmal Sika, die gehören zu Reliance, und dann Yamagar. Also das sind zwei größere Raffinerien, die auch einen großen Anteil an russischen Ölimporten jetzt haben. Das sehen wir auch in den Daten. Und die zwei haben wir im Blick, das sind private Raffinerien. Es gibt ja auch Nachrichten, dass Tanker mit russischem Öl an Bord angeblich die GPS-Geräte abschalten. Können Sie mal vielleicht erläutern, warum die das machen? Es gibt bestimmte Strategien, wie man eben Ölsanktionen auch umgehen kann. Und da geht es zum Beispiel darum, das Öl von einem Schiff, das aus einem sanktionierten Staat kommt, rüberzuladen in ein Schiff, das unter einer anderen Flagge läuft. Das ist so ein gängiges Muster. Das haben wir auch schon bei älteren Sanktionen in anderen Kontext kennengelernt, etwa Venezuela oder Iran allen voran. Dass eben auf Meer, auf See, auf hoher See dann quasi umgeladen wurde in ja, Schiffe, die nicht sanktioniert werden. Kann es zum Beispiel sein, um auch nochmal auf Indien zu kommen, dass Indien selbst möglicherweise auch das Öl austauscht? Also, dass man das jetzt billig verfügbare russische Öl nimmt und dann für Indien selber nutzt und das eigene Öl dann weggibt, verkauft. Also, gibt es zum Beispiel auch bei Öl sowas wie eine Seriennummer, dass man weiß, woher das Öl kommt? Oder lässt sich das dann irgendwann nicht mehr nachverfolgen? Nee, das lässt sich nicht nachverfolgen. Das sind ja Moleküle an sich, dem kann man nicht ansehen, dass es aus einem bestimmten Land kommt. Es gibt zwar verschiedene Säuregrade und es gibt verschiedene Qualitätsstufen, aber wir können am Ende das nicht mehr erkennen, wo genau das herkommt. Das heißt, man kann Öl recht gut reinwaschen, so gesehen, wie in der Geldwäsche, und dann die Herkunft verschleiern. Das kann man nicht immer nachvollziehen. Nun sammeln Sie die Daten und beobachten die Märkte. Und Indien steht jetzt also im Fokus mit dem russischen Rohöl. Verheimlicht Indien eigentlich die Herkunft des russischen Rohöls und dass es raffineriert wird? Oder wie geht das Land damit um, mit diesem Vorwurf? Nee, tatsächlich ist in den Daten erkennbar, wo Indien sein Rohöl hernimmt. Diese Handelsdaten sind verfügbar und das ist an sich kein Geheimnis. Da wird kein Hehl draus gemacht. Es ist dann etwas schwieriger, wirklich nachzuweisen, dass dieses Öl dann eben auch raffiniert wird und an wen es dann in der nächsten Stufe geht. Das ist dann nicht mehr so eins zu eins abbildbar. Das kann man sich dann nur herleiten aus den Daten. Nun hat ja die EU, wie gesagt, das sechste Sanktionspaket, das Ölembargo gegen Russland verhängt. Aber offensichtlich mit dieser Methode, die wir jetzt gerade gehört haben, könnte Indien quasi zum Raffineriezentrum Europas werden? Man könnte so sagen, dass sie die Gunst der Stunde nutzen und jetzt zum Transit werden und dann eben auch zum Raffinerieland. Man kann natürlich auch dagegen vorgehen, indem man eben mit Indien den Handel nur so betreibt, dass man auch irgendwelche Art von Herkunftsnachweisen hat. Man kann aber auch zum Beispiel darauf stärker achten, dass Schiffsflotten stärker sanktioniert werden, dass man eben ja, umgeht, dass es zu Schiff-zu-Schiff-Transferen kommt bei Öl. Also sicherlich kann man Indien aus EU-Sicht dafür kritisieren, sanktionieren sicherlich gar nicht. Aber schließlich ist ja Indien auch sozusagen, hat ja das gleiche Recht, freier Markt dazu agieren. Kann man trotzdem irgendwie mit diesem Staat oder kann man mit Indien in Kontakt treten und sagen, also so haben wir jetzt eigentlich nicht mit unserem Ölembargo agieren wollen, dass Sie dann sozusagen mit Russland ins Geschäft kommt. Das ist zweischneidig, weil man muss natürlich erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Und weiterhin ist es so, die Europäische Union importiert Öl aus Russland, und zwar leitungsgebunden. Und solange sie dies tun, finanzieren sie auch zu einem Teil die russische Ölindustrie. Und da lässt Indien sich ungern sagen, was es zu tun hat. Vor allem, wenn russisches Gas eben so viel günstiger ist. Und da kommt es ja auch drauf an bei den jetzigen Weltmarktpreisen. Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, was für Methoden es so gibt. Denn Russland ist ja nicht nur das einzige Land, das mit einem Ölembargo belegt wurde. In der Vergangenheit gab es andere Beispiele. Sie haben ja auch schon einige angesprochen. Streng sanktionierte und ölproduzierende Länder wie Iran, Irak, Venezuela haben in der Vergangenheit auch Sanktionen erhalten. Welche Methoden gibt es noch, also um so ein Ölembargo zu umgehen? Das Schiff anders zu beflaggen, auf Meer möglicherweise die Ladung zu wechseln. Was gibt es noch so?
Ja, das sind die gängigsten Methoden eigentlich, dass man quasi die Herkunft verschleiern kann, indem man Schiff-zu-Schiff-Transporte macht oder dass man umflaggt oder dass man eben Schiffe aus neutralen Staaten kommen lässt und die dann auf hoher See den GPS-Tracker ausschalten und dann nicht mehr gemonitort werden können und dann eben ihre Ladung etwa ändern oder an andere Schiffe übergeben. Da gibt es mehrere Methoden. Und die wurden in der Vergangenheit immer wieder genutzt. Und so ist es auch Iran gelungen, weiterhin Öl zu produzieren und zu exportieren, trotz scharfer Sanktionen. Zurück nochmal zum EU-Embargo gegen Russland. Ist das Verbot aus Ihrer Sicht ein Fehler? Das Embargo würde ich jetzt an sich nicht kritisieren. Man kann hinterfragen, ob es so sinnvoll ist, nur schiffsgebundenes Öl zu sanktionieren, denn leitungsgebundenes Öl kommt ja weiter zu uns und es wird dann eben auch eine Bezahlung geben an die russische Ölindustrie. Und solange dies geschieht, kann man schwer anderen Ländern vorwerfen, dass sie mit Russland Handel betreiben. Die Preise sind ja enorm gestiegen, sodass Russland ja durch das Embargo ja eigentlich nicht mal ein Minus macht. Ist Russland jetzt gar Gewinner? Naja, man muss schon sehen, dass die russischen Ölsorten deutlich günstiger sind als die Weltmarktölsorten, etwa Brent oder WTI. Und damit macht Russland eben auch jetzt weniger Geld im Verkauf. Zudem kommt, die Lieferketten sind schwieriger, die Schiffspreise sind derzeit sehr hoch. Das heißt, Russland zahlt höhere Transportkosten. Also das ist schon ein einschneidender Eingriff. Und dann kommt noch hinzu, dass eben auch derzeit keiner in Rubel bezahlen möchte. Also da hat Russland auch ein Währungsproblem. Die Sanktionen gegen Russland führen ja jetzt hierzulande auch immer zu höheren Preisen, dass viele Menschen auch ihre Grundbedürfnisse kaum mehr meistern können. Was müsste aus Ihrer Sicht, hätten Sie eine Idee, was müsste da geschehen? Ja, also es gibt da verschiedenste Methoden, wie man jetzt Preise regulieren kann. Man kann sie natürlich einmal ganz hart deckeln. Das ist allerdings ein Eingriff, der zu Marktverzerrungen führen würde. Man kann natürlich auch in die Steuern gehen, sodass Endverbraucher die Preiserhöhung nicht ganz so stark spüren in ihrem Portemonnaie. Das tut die Bundesregierung ja auch ein Stück weit und das tun auch andere Länder in Europa. Und man kann natürlich auch versuchen, einfach im Weltmarkt genügend Angebot zu sichern, etwa über langfristige Verträge. Was bedeutet das jetzt konkret für die EU? Auch dazu haben Sie vorhin schon Andeutungen gemacht. Wie könnten denn die europäischen Staaten die Sanktionen gegen Russland wirkungsvoller machen? Sie könnten die Sanktionen etwas wirkungsvoller machen, einmal indem sie wirklich auf russisches Öl komplett verzichten, also auch auf leitungsgebundenes. Erst dann wäre man quasi wirklich vollumfänglich im Sanktionsmodus. Zudem könnte man auch die Schiffsindustrie etwas stärker im Blick nehmen, dass man eben diese Umgehungsmöglichkeiten Russland nimmt, ja, diese Schiff-zu-Schiff-Transfere, diese Umflaggungen, GPS-Tracker-Methoden. Also es gibt da verschiedene Vermeidungsstrategien für Russland, die Sanktionen zu unterlaufen. Und da muss man die Schiffsindustrie besser in den Blick nehmen und darf hier und da sanktionieren. Das wäre wirkungsvoll. Also ganz konkret nochmal nachgefragt, also wenn es einen Verdacht gibt, dass russisches Öl verschifft wird und die Ladung verheimlicht wird, also muss man natürlich auch noch rechtliche Dinge bedenken, aber könnte die EU quasi die Schiffe auch festsetzen? Hat es ja in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal ähnlicherweise gegeben. Oder auch die Unternehmen, die an so einem Deal beteiligt sind, sanktionieren? Ja, also einmal festsetzen oder auch etwas sanfter. Fast alle Schiffe sind ja in der EU oder in Norwegen versichert. Über diesen Hebel hat man viel Einfluss auf den Weltmarkt der Schiffskapazitäten. Und da kann man so einiges bewegen, denke ich. Also die EU oder Europa hat da durchaus einen großen Einfluss auf den Weltschiffsmarkt. So all Ihr Wissen, Ihre Expertise dazu, wird das von der EU gehört? Also informiert man sich bei Ihnen, dass man möglicherweise, bei der EU wird ja auch nicht geschlafen, da wird man ja mitkriegen, dass Indien möglicherweise eben halt solch eine Methode anwendet. Also sprich, informiert man sich bei Ihnen, werden Ihre Vorschläge, Ihre Ideen von der EU gehört?
Also tatsächlich, die Ölindustrie ist so bedeutend für die Gesamtwirtschaft, dass Politiker natürlich im permanenten Austausch sind mit der Industrie. Und diese Sanktionen werden nicht einfach so Hals über Kopf erlassen, sondern die sind in enger Abstimmung mit der Industrie, mit vielen, vielen Akteuren und auch mit vielen Ländern, die alle unterschiedlich betroffen sind, Osteuropa, Westeuropa etwa. Und da kann man davon ausgehen, dass nicht nur wir Experten vielfach gehört werden, sondern auch wirklich betroffene Unternehmen, die nicht ganz so offen sprechen können, etwa wie neutrale Experten. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für all diese Informationen. Das war der Energieexperte Andreas Schröder. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja.